Wenn du deine Schnittmuster-PDF öffnest, siehst du auf der linken Seite dieses Symbol mit den Ebenen. Du kannst jetzt die Größe auswählen, die du für dich brauchst. Oder wenn du zwischen zwei Größen liegst, kannst du einfach zwei Größen ausdrucken. Normalerweise sieht ein Schnittmuster ja so aus, also zumindest ein Mehrgrößenschnittmuster, dass die ganzen Schnittteile übereinander gestapelt sind. Dabei brauchst du ja maximal zwei für dich. Du gehst einfach wieder nach links und klickst die Größen weg, die du nicht brauchst. Wenn du zum Beispiel die Größe 80 nähen möchtest, klickst du alle anderen über das Auge weg und hast dann nur noch die Größe 80 für dich zum Ausdrucken. Sehr übersichtlich, oder? So, ich wünsche dir viel Spaß beim Nähen. Viele Grüße, Elke.